willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir bei Teil 2 meiner kleinen Fukubukuro-Serie, meiner kleinen Lucky Bag-Reihe. Und ja, ihr habt im ersten Teil ja schon meine Pokémon Lucky Bags gesehen und ich habe mir noch ein paar mehr gekauft und ich möchte euch heute die von Access Fam zeigen, denn da habe ich mir auch dieses Jahr wieder zwei gegönnt. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe sie schon ausgepackt. Ich hatte einige Sachen sogar schon an, denn heute ist bereits der 6. Januar und ich nehme das Video auch heute erst auf. Und ja, ich hoffe, ich bekomme es heute auch noch online. Also ja, ich möchte nicht groß drum herum reden, wir fangen einfach an. Ich habe mir einerseits die normale Access-Tasche gegönnt und dann auch noch die von Access Femme Poétique. Letztes Jahr war ich im Laden, um mir die Tüten zu holen. Dieses Jahr habe ich sie online vorbestellt. Das habe ich mir einfach gemacht und sie wurden sogar gleich am 1.1. kurz nach 10 geliefert. Also das ging alles sehr schnell und einfach. Und ja, ich erzähle euch mal ein klein bisschen was über die Access Fukubukuro. Es gab insgesamt 5 zur Auswahl. Einmal natürlich diese hier, die ich mir gegönnt habe vom normalen Access. Dann die von der Poétique. Dann gab es noch eine Access-Tüte von Access Fam Kawaii. Da habe ich ernsthaft überlegt. Ich war ganz kurz in Versuchung. Aber die hat, glaube ich, um die 250 Euro gekostet. Und es waren, glaube ich, nur 4 Teile drin oder 5. Und davon war eins ein Accessoire. Das heißt, es waren nur ganz wenig Kleidungsstücke drin. Ich meine, Access Fam Kawaii ist teuer. Aber das war es mir dann doch nicht wert. Dann habe ich mir lieber diese 2 hier gegönnt. Und die waren, glaube ich, billiger, die 2, als die eine Access Kawaii. Dann gab es noch ein Kinderset und dann auch noch eine Online-Fukubukuro. Bei der Online-Fukubukuro gab es nur eine Farbvariante, alle anderen hatten 2 Farbvarianten. Das heißt, man wusste so ungefähr, was drin ist, aber halt nicht, welche Farbe man bekommt. Denn auf der Access-Seite gab es vorher ein paar Silhouetten von den Kleidungsstücken, die in den Fukubukuro enthalten sind. Und ein paar Wochen vorher wurden dann so leichte Ausschnitte von den Farben her gezeigt und da habe ich schon gesehen, ich war ganz happy, dass ich die online nicht genommen hatte, weil der hatte ich nämlich eigentlich überlegt und dann habe ich da gesehen, dass da ein komisches Karo-Kleid drin ist und ein gelber Pullover und ich dachte mir, nee. Dann bei der normalen Access-Tüte hatten wir beim Sneak Peek auch ein Kleidchen gesehen, was ein interessantes Muster hatte, was allerdings sehr eng geschnitten aussah, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht hatte. Und ja, dann ungefähr eine Woche vorher gab es auf Instagram eine kleine Ankündigung mit ein paar Bildern, was denn drinnen sein wird. Das kann ich euch mal hier zeigen, mal gucken, ob man das sieht. Also das wurde nämlich schon vorher angezeigt, das wird der Mantel sein. Dann dieses Kleid, wo ich mir gedacht habe, oh, es könnte ein bisschen eng werden. Ein Pullover und ein Rock. Hier wurde gleich die Farbvarianten angezeigt. Das ist Farbvariante Nummer 1. Und dann haben wir noch einen Post mit Farbvariante 2. Mit einem dunklen Pullover, einem blauen Rock und einem schwarzen Mantel. Da war ich ein bisschen im Zwiespalt, da mir eigentlich der dunkle Pullover gefallen hat, aber ich den blauen Rock nicht mag. Da hätte ich lieber den pinken. Und ne, ich habe mich am Ende überraschen lassen, was denn nun hier drinne war. Auch für die Poetiktasche gab es eine Ankündigung vorher und die war etwas ernüchternd leider. Da wurde hier schon das Kleidchen gezeigt, das gab es in Pink und die Bluse. Ich finde die Farbkombi auf dem Foto schon ein bisschen eigenartig. Und dann habe ich hier oben diese Träger vom Kleid gesehen und also, ich habe das Kleid schon anprobiert, ich habe es schon gesehen, mir gefällt das oben absolut nicht. Sagt, diese Spaghetti-Träger passen absolut nicht, aber das werdet ihr nachher im Video weiter sehen. Dann gab es hier einen Rock, der mir sehr gefallen hat, vor allen Dingen dieser rosane. Und dann natürlich noch eine Weste dazu. Bei der Weste, ich habe schon als Kind nie Westen getragen. Ich trage bis heute keine Westen und ich werde sie wahrscheinlich auch nie anziehen, weil ich eigentlich den Sinn von Westen nicht verstehe, außer
Deko. Ich hatte, glaube ich, einmal eine Weste an, das war bei einem Vorstellungsgespräch, um die Bluse etwas schöner zu gestalten. Aber ich bin absolut kein Westenmensch und ihr werdet nachher sehen, dass ich sie wirklich nicht tragen werde. Da gibt es auch zwei Farbvarianten und ja, das war's dann auch. Und ja, und auch da war natürlich ein Mantel dabei. Hier ist die schwarze Variation von hinten und hier ist die weiße von vorn. Und ja, wir werden gleich im Video sehen, was denn nun in meinen Tüten ist. Weil ich bei der Pokémon-Tüte die Preise vergessen habe zu erwähnen, sage ich sie jetzt gleich. Das ist die normale Access-Tüte. Hier steht natürlich der Preis ohne Text drauf. Wie man ihn sieht. Das sind Ichiman für diese Tüte. Mit Text sind das 11.000 Yen, also irgendwas knapp um die 100 Euro für diese eine Tasche. Und die Poetiktasche, das ist diese hier. Wo ist das Schildchen hier? Die ist ein klein wenig teurer gewesen. Die kostet 12.000. Ohne Text, mit Text sind es 13.200, also so 125 Euro. Also ein klein wenig teurer als die andere. Und ja, ich hoffe, ihr seid jetzt gespannt, was drin ist. Ich fange mal an, die Sachen aufzumachen und auszupacken. Wir fangen natürlich mit der normalen Access-Tüte an. Ich finde übrigens die Taschen sehr, sehr toll. Ich glaube, die rote werde ich weiter benutzen. Die kann man echt schön tragen. Die sind echt toll. Die sind auch so eine Art Filzstoff. Und ja, die fässt sich echt schön an. Vor allen Dingen mag ich das Rot. Ich liebe schon allein die Tasche. So, dann machen wir die Sachen mal auf. Und ich habe den Mantel oben drauf gepackt. Ich hatte nämlich, das muss ich noch erzählen, ich habe letztes Jahr bereits zwei Access-Tüten gekauft. Und mir haben von beiden Tüten die Mäntel nicht gepasst. Deshalb bin ich auch schon mal davon ausgegangen, dass ich auch dieses Jahr die Mäntel nicht tragen werden können, weil sie mir einfach um die Oberweite zu klein sind. Deshalb stand für mich eigentlich von vornherein fest, ich kriege wieder nur die Kleider und die Pullover und die Röcke. Aber das reicht mir auch, denn ich kann die Mäntel ja weiterverkaufen. Und ja, nun kamen die Taschen, nun kamen die Mäntel und ich habe sie anprobiert. Und sie gehen dieses Jahr zu. Ich krieg die Mäntel zu. Ich war sowas von begeistert, ich glaube es nicht. Der schwarze liegt gerade hier oben drauf. Den hatte ich jetzt auch schon 2-3 Tage lang an. Deshalb nicht wundern, wenn er ein bisschen dreckig ist, wenn Fusseln dran sind und alles. Ja, das ist der schwarze Mantel. Er ist recht einfach gehalten. Was leider ein bisschen untergeht, was mir beim Weißen etwas besser gefallen hat. Hier sind so schöne Stickereien drauf, die natürlich schwarz auf schwarz ein wenig untergehen. Die sind übrigens auch bei den Taschen zu sehen. Ja, das ist der Mantel. Ich werde die Sachen dann gegen Ende des Videos anziehen und euch zeigen, wie sie getragen aussehen. Deshalb geduldet euch noch ein wenig, das kommt dann zum Ende des Videos, weil das muss ich so viel rumschneiden und das dauert wieder ewig. Und ja, wir machen es heute einfach mal so. Weil es der schwarze Mantel ist, habe ich natürlich auch die dunkle Variante bekommen von dem ganzen Set. Das heißt, das hier ist der Pullover. Der ist auch total niedlich. Den finde ich echt süß mit den Kragen und mit dem Muster drauf. Und ja, der Kragen hat natürlich auch ein bisschen Spitze dran. Und ja, er ist auch echt ziemlich weich. Oh, er ist echt kuschelig. Den werde ich jetzt, denke ich mal, im Winter öfter anziehen. Der ist echt süß. Dann haben wir noch einen dünneren Pullover dabei. Hier ist das der weiße. Der hat oben einen kleinen Kragen mit ein bisschen Rüschen und oben diesen schwarzen Abschluss. Und unten finde ich die Ärmel total toll. Denn hier, die sind ein bisschen weiter, da ist ein kleines Schleifchen dran. Die Ärmel sind echt süß. Das ist ein süßer, etwas dünnerer, aber trotzdem noch warmer Pullover. Dann haben wir das Kleidchen hier. Das hat so ein bisschen einen Karo-Look. Das ist, es hat einen großen Ausschnitt. ist im V-Schnitt und ja, da muss man definitiv irgendwas drunter tragen. Ich glaube, ohne würde man etwas sehr viel sehen in Japan. Da zeigt man nicht so sehr die Brust, da zeigt man eher den Nacken und den Rücken. Und ja, hier sind zwei süße Knöpfe drauf mit Rosen. Und ja, ansonsten ist das Kleid recht einfach geschnitten. Es hat hinten einen Gummizug, weshalb es
ziemlich weit geht. Also meine Sorge, dass ich nicht reinpasse, war unbegründet. Es lässt sich echt dehnen. Und ja, ich zeige es euch nachher, wie es angezogen aussieht. Und dann haben wir noch als letzten Teil den Rock. Der ist auch echt süß. Problem ist halt nur mein Blau. Ich kann mich immer mit Blau nicht anfreunden. Der ist, hat auch hier wieder hier seinen Gummizug. Er ist also ziemlich weit. Und ja, hat hier noch einen kleinen Absatz drin, der noch ein bisschen aufgerüscht ist. Und ja, natürlich auch einen Unterrock. Und ja, angezogen zeige ich es euch nachher. So, ja, das war Tüte 1. Die ist jetzt leer. Wir schauen gleich noch in Tüte 2 hinein. Das ist diese lilane Tüte. Die Tüten sind recht schwer. Ich bin ganz froh, dass ich sie nicht tragen musste. Ich erinnere mich dran, ich habe, glaube ich, letztes Jahr 5 oder 6 geholt im Laden, weil noch für Freundinnen und Co. Und mein Mann war mit und musste schleppen. Ich bin echt froh, dass sie dieses Jahr geliefert wurden. So, schauen wir hier hinein. Hier habe ich den beigen Mantel bekommen. So, holen wir ihn raus. Und auch dieser, ja, er passt. Ich kriege die Knöpfe zu. Ach ja, der schwarze hatte Druckknöpfe. Dieser hier hat normale Knöpfe zum Zuknöpfen. Und ja, er hat hier diesen niedlichen Kragen. Der ist echt, echt niedlich. Und ansonsten fällt er ziemlich einfach. Also er geht nach unten ein bisschen weiter, was natürlich für meine Hüfte ganz praktisch ist. Und ja, ich dachte erst, er hat keine Taschen. Ich wurde dann belehrt, dass er doch Taschen hat. Die sind ziemlich versteckt. Wenn man hier so guckt, sieht man sie eigentlich fast gar nicht. Außer ich, ja, hier, wenn man sie ein bisschen zieht, findet man auch Taschen im Mantel. Das war erst so. Ich habe ihn anprobiert und dachte, Taschen? Er hat gar keine Taschen. Ich mag Mäntel ohne Taschen nicht. Ich muss ja irgendwo mein Handy hinstecken und meine Handschuhe und die Taschentücher für zwischendurch. Das suche ich immer ungern aus der Handtasche raus. Und ja, er hat Taschen. Sie sind sogar relativ tief. Also, den werde ich auch noch mal anziehen. Also, das ist der Mantel von der Poetiktasche. Den gibt es dann in der anderen Farbkombi in Schwarz. Der wäre mir fast ein klein wenig lieber gewesen, weil ich immer Sorge habe, dass diese hellen Mäntel so schnell dreckig werden. Aber jetzt haben wir halt weiß. Dann geht es weiter mit der Bluse. Das ist diese hier in einem, ich hätte jetzt fast gesagt, taubenblau oder grau oder was auch immer das ist. Hier ist noch ein kleines Band dazu, was man wahrscheinlich oben dran binden kann. Und ja, sie ist... Hat auf jeden Fall ein paar süße Knöpfchen und einiges an Spitze. Ich mache sie mal ein bisschen zu, damit man besser sehen kann, wie sie aufgebaut ist. So, ja, hier habe ich mal 2 Knöpfe zugemacht. Sie hat hier oben einen Stehkragen mit Rüschen und sieht natürlich sonst auch ein bisschen gerüscht aus hier. Und die Ärmel gehen hier unten so zu Ende, also auch ein bisschen geschlossen mit einem Gummizug natürlich. Und ja... Die werde ich euch halt auch angezogen zeigen. Das ist auf jeden Fall nicht meine Farbe. Also sagt, ich bin eigentlich so der rosa, rot, beige, pink Mensch und besitze eigentlich ganz, ganz wenig, auch nur durch Fukubukuro, blaue oder irgendwas in den Blautönen, weil ich trage sonst wirklich kein Blau. Ich habe keine grünen Sachen, ich habe keine gelben Sachen. Also, das ist immer so ein bisschen das Lucky beim Lucky Bag. Und ja, kommen wir weiter zur Weste. Die Weste, ja. Im Prinzip ganz niedlich. Ich mache hier auch mal die Knöpfe zu. Ja, im Prinzip ganz niedlich eigentlich mit dem Kragen und allem. Hier hat sie auch wieder ein bisschen Spitze dran. So alle einen Streifen nach unten und sie hat 3 Knöpfe und oben hängt auch der Ersatzknopf. Aber ich habe sie schon anprobiert. Sie passt mir nicht mal. Also ich komme nicht mal auf den Gedanken, sie überhaupt anzuziehen, weil sie passt mir nicht mal. Also die werde ich definitiv verkaufen. Wenn jemand eine Axis-Weste haben möchte, meldet euch. Und kommen wir erst zum Rock.
Der ist echt toll. Also hier kommen wir wieder zu meinem Problem, dass er blau ist. Aber er ist echt süß geschnitten. Er hat hier oben so eine Art, ja, gerüschten Abschluss. Hinten ist Gummizug, das heißt, der ist auch ziemlich weit. Und ansonsten geht er ziemlich einfach nach unten. Also man kann ihn auch einfach so tragen. Und ja, ihr habt es auf den Bildern gesehen von Instagram. Es gibt ihn auch in rosa. Und in rosa wäre mir 100% lieber gewesen, aber ich habe ihn nun mal in blau. Und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe ihn mir secondhand natürlich auch in rosa gekauft. Tada! Hier ist die rosa Variante davon. Ja, sagt, mir gefällt dir in rosa um einiges besser. Ich werde das mal beide anziehen, da könnt ihr ein wenig den Unterschied sehen. Aber sagt, ich bin eher der rosa als der Blau-Fan. Allerdings gefällt mir der Rock wirklich sehr. Ich glaube, ich werde trotzdem beide behalten. Mal gucken, ob sich irgendwann mal so ein Anlass gibt, wo man auch mal blau tragen kann. Wer weiß. Und dann kommen wir zum Schreckgespenst. Im Prinzip finde ich das Kleid ja eigentlich ganz niedlich. Vor allen Dingen hier diesen Print, den es hat. Ich mache mal hier das hoch, dann kann man den Print besser sehen. Der Print ist echt süß, im wahrsten Sinne des Wortes, mit kleinen Küchlein und Teekannen und allem Möglichen. Der Print ist echt niedlich. Wird ein bisschen durch das Netz hier verdeckt. Aber dann kommt das hier oben. Ich meine, man kann die Träger umstellen, man kann sie ein bisschen enger machen und so weiter. Und ja, aber mir würde das eigentlich mit breiten Trägern besser gefallen. Ich ziehe es halt mal an, dann seht ihr das Problem. Oder auch nicht, vielleicht gefällt es auch jemandem. Ich habe nur gesehen, dass dieses Kleid mehrfach secondhand weiterverkauft wird. Also ich bin nicht der Einzige, die es nicht so besonders mag. Es ist hinten auch wieder mit Gummizug, also meine Oberweite passt rein. Und ja, ich habe jetzt alles ausgepackt. Ich ziehe jetzt mal an. Seid ihr bereit? Auf geht's in die Zauberkugel und dann wird mal hier sich umgezogen und die Modenschau beginnt. Also das sind der Pullover und der Rock. Der Pullover ist echt sehr kuschelig und ihr könnt hier natürlich auch die Spitze ein wenig sehen. Die ist echt süß und das hat diesen breiten Kragen. Und dann der Rock dazu. Tada! Ich persönlich mag es ja lieber, wenn der Pullover außen drauf sitzt. Da gefällt es mir ein wenig besser. Aber Japanerinnen tragen irgendwie alle ihre Oberteile in den Röcken drin. Ich versuche es ab und zu aus, aber ich glaube, es sieht bei mir komisch aus wegen der großen Oberweite. Wenn da ein bisschen weniger wäre, wäre es natürlich ein bisschen hübscher, aber das kann man nicht ändern. Ja, sagt, das ist Pullover und Rock. Gesagt, mir würde der Rock besser gefallen, wenn er in Pink wäre. Weil es passt zum Oberteil, aber ja, da bin ich noch ein bisschen am Hadern, ob ich den Rock mir in Pink noch kaufe. Weil er ist eigentlich ziemlich süß. Dann hier der andere Pullover. Er ist hier natürlich ein bisschen eng. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich nicht so anziehen, sondern nur unter ein Kleid drunter oder irgendwas drüber. Weste. Ja, aber sagt, ich finde die Arme hier echt süß mit diesen Schleifchen. Die sind echt, echt niedlich. Und ja, gesagt, er würde auch zu diesem Rock passen, aber gesagt, für mich dann eher doch unter ein Kleid drunter. Aber sagt, er ist echt süß. Also sagt, noch eine Kette dazu. Macht bestimmt was her. Sagt, den Pullover mag ich sehr, ist auch sehr, sehr weich. Der lässt sich sehr schön anfassen und natürlich auch sehr schön anziehen. Dann kommen wir zum Kleid. Wie ich schon gesagt habe, es hat einen ziemlich großen Ausschnitt. Also man muss was drunter tragen. Aber ja, ich passe rein. Ich passe wirklich rein. Es ist zwar ein bisschen eng hier, aber es passt. Und ich finde, es fällt auch recht schön. Das Einzige, was ein bisschen ist, hier hinten fällt es etwas komisch wegen meinem Hintern, aber damit kann ich leben. Also ich finde es echt süß. Man kann es auch ein bisschen mehr zu offiziellen Anlässen tragen. Vor allen Dingen mit dem Pullover dazu ist es echt niedlich. Und ja, sagt, hinten ist der Ausschnitt auch ein wenig weiter. Und ja, sagt, ich finde es absolut süß. Das gefällt mir wirklich sehr. Und dann ziehen wir gleich noch den Mantel drüber. Wie gesagt, ich hatte den jetzt schon ein paar Tage lang an.
Er ist von der Größe für mich recht eng, aber er geht zu. Das war ja das ein bisschen, wo ich wirklich gestaunt habe. Er geht zu. Nicht nur über die Brust, sondern auch über meine Hüften, weil er so schön ausfallend geschnitten ist. Und ja, er hat Druckknöpfe. Das heißt, man kann sie ihn einfach so zumachen. Und man kommt auf jeden Fall auch sehr schnell wieder raus. Hier sind die Taschen mit der schönen Stickerei drauf. Was ich wirklich etwas schade finde, diese Stickerei hier oben, die geht ein wenig unter bei der ganzen Sache, weil ich den Mantel gerne etwas offen trage und einen Schal drum, weil es ist mir obenrum doch ein bisschen zu eng, wenn ich es zumache. Ich meine, wenn man keinen Schal dabei hat, ist es angenehm warm. Dann sieht man auch die Stickerei, aber ja, ich mag es so eng eigentlich nicht. Ich habe es lieber einen Knopf offen. Und ja, ich finde den Mantel echt schön und er steht meiner Figur, die unten ein bisschen ausfallend ist. Ich finde den echt total niedlich und ich mag ihn. Ich bin am Überlegen, ob ich mir den noch in Beige hole, wobei wieder der Gedanke da ist, der wird bestimmt schnell dreckig. Aber er passt und sagt, die hat Taschen und ja, ich finde ihn echt toll. Und da sind wir dann schon bei der Tüte Nummer 2 von Poetique. Ich habe hier erstmal die Bluse. Wie ihr seht, ist sie mir... Also sie geht zu, aber sie ist ganz leicht zu eng. Es öffnet sich hier auch ganz normal. Und ja, also sie ist eigentlich ganz schön. So von der Ärmellänge sehr schön. Also man kann da ein bisschen die Hände verstecken drinne. Und ansonsten sagt hier mit dem Stehkragen. Aber... wie ihr seht, sie ist mir ein klein wenig zu eng. Ich könnte sie maximal unter ein Kleid drunter ziehen, aber dafür ist sie ja auch eigentlich wieder zu schade. Sagt, da ist meine Oberweite ein klein wenig zu groß für die Bluse leider. Das heißt, die werde ich weitergeben, die werde ich verkaufen. Und dazu der Rock. Der ist echt schön, den mag ich echt, auch wenn er blau ist. Und er ist auch recht weit, also ich habe noch Platz. Das heißt, man kann ihn echt schön anziehen. Der ist echt niedlich und ich kann die Bluse mal rausmachen, aber wie gesagt, ich mag es lieber, wenn die Sachen draußen sind, anstatt in den Rock reingesteckt. Aber ja, wie gesagt, die Bluse ist leider hier oben ein klein wenig zu klein geschnitten. Und wir machen jetzt einfach mal Schnips. Da haben wir den ganzen Spaß im rosanen Rock, also rosa-braun ist es. Und ja, ich glaube, in der anderen Tüte war die Bluse in weiß drin. Das passt natürlich ein bisschen besser dazu als jetzt diese graue. Aber sagt, der Rock gefällt mir in pink noch um einiges besser. Den werde ich jetzt, denke ich mal, recht oft tragen. Weil auch hier, der ist noch recht weit. Der lässt sich echt schön tragen und er ist wirklich sehr, sehr süß. Wo wir beim Thema zu klein sind, kommen wir gleich noch zur Weste. Also die Bluse ist mir zu klein, die Weste, über die wollen wir gar nicht reden. Ich habe schon Probleme reinzukommen, so eng ist sie. Und ja, wenn ich sie zumachen möchte, also Da fehlen bestimmt 20 cm beim Zumachen. Also sie ist um einiges zu eng. Die passt mir gar nicht. Maximal halt so offen. Aber das ist sie auch. Sie verdeckt zumindest hinten die komischen Ziehungen. Aber sagt, von vorne ist sie mehr als zu klein. Sie geht nicht zu. Also Bluse und Weste. Wenn das jemand haben möchte, ich verkaufe es gerne. Ich brauche es nicht. Leider nicht ganz um meine Größe. Kommen wir zum Kleid. Im Prinzip finde ich es echt süß. Vor allen Dingen finde ich das hier, dieses Walle-Walle, was sich auch bei hier beim Drehen so schön mitschwingt, finde ich eigentlich echt süß. Aber das hier oben geht eigentlich gar nicht. Es passt, meine Brüste passen hier rein. Über die Bluse reden wir nicht. Aber diese Spaghetti-Träger hier sind echt... No-Go. Also breite Träger wären echt süß gewesen. Da hätte das Kleid auch einiges anders ausgesehen. Aber diese Spaghetti-Träger gehen echt gar nicht. Obwohl ich das Kleid echt süß finde sonst. Ich meine, man kann die Träger
Da ich recht viel Oberweite habe, könnte man die Träger auch abmachen und es dann quasi so tragen. Da sieht es schon mal besser aus ohne die Träger. Aber trotzdem. Ich bin am Überlegen, was ich damit mache, ob ich es behalte oder nicht. Ohne Träger geht es tatsächlich. Das sieht ein bisschen besser aus. Man könnte auch mal schauen, ob man irgendwas findet, um breite Träger anzunähen. So zumindest als Andeutung. Weil ich genug Oberweite habe, dass das Kleid auch so passt. Das heißt, es rutscht nicht runter, wenn ich mich bewege. Aber wir hatten uns ein bisschen über die Kleider unterhalten. Und wir hatten die Idee, wie es denn aussieht, wenn man einen Pullover drüber zieht. Und das werde ich jetzt einfach mal probieren. Also wenn man das obenrum versteckt, sieht es eigentlich wirklich nicht schlecht aus. Ich mag das untenrum echt sehr, weil das so schön fluffig ist. Und sagt, dann Pullover oben drüber geht's eigentlich. Da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also so kann man es tragen, oben drüber. Würde ich fast sagen, es ist ein No-Go. Aber ich habe jetzt auch gerade gesehen, wenn man gar nichts drunter hat, jetzt für den Sommer zum Beispiel, würde es so gar nicht mal schlecht aussehen. Ich meine, es ist für Japan ein bisschen frischlich. Also in Japan läuft man nicht unbedingt so draußen im Sommer rum. Aber ja, so sieht es gar nicht mal schlecht aus, wenn man gar nichts drunter hat. Aber wie gesagt, es ist für mich immer noch gewöhnungsbedürftig. Ich hätte die Träger bitte so 2-3 cm breit. Ja, dieses Kleid. Es macht mir Kopfzerbrechen. Ich finde es eigentlich echt süß, nur obenrum ist ein bisschen komisch. Aber ich glaube, ich werde es behalten und mal gucken, was draus wird. Wie gesagt, man kann es auch ganz ohne tragen. Aber sagt, das ist... Ich würde mich in Japan draußen so frei nicht wohlfühlen, weil sagt, in Japan trägt man eher schulterbedeckt und alles. Da kann ich da maximal jetzt im Winter den Poncho drüber ziehen. Das mache ich mal. Tada! Dann gehen wir halt so. Und zu guter Letzt kommen wir auch hier zum Mantel. Hier ist auch noch ein Ersatzknopf dabei, falls mal einer abfällt und man es nicht mitbekommt. Ja, sagt, der ist auch echt süß und sagt, ich habe gestaunt, dass ich reinpasse, dass er zugeht. Sagt, ich kann ihn wirklich zuknüpfen. Es war bei den letztes Jahr echt undenkbar, dass ich den Mäntel hätte zu bekommen. Der geht auch bis oben zu. Und sagt, ja, optisch keine Taschen. Dann hier irgendwo findet man sie. Und der hat halt diesen echt süßen Kragen. Ich weiß noch nicht, wie es ist, wenn ich eine Tasche umhänge oder eine Tasche trage, ob sich das stört, aber sonst ist er echt niedlich. Echt süß. Ich habe halt nur ein bisschen Bedenken, dass er recht schnell etwas dreckig wird, aber naja, ich finde ihn echt süß und er ist auch sehr kuschelig. Ja, Lieben, das waren meine Fukubukuro-Videos für 2020. Ich habe noch ein paar mehr gekauft, dazu werde ich aber keine einzelnen Videos machen. Ich lade aber auf einem meiner Instagram-Accounts, den ich euch einfach mal hier einblende, lade ich ein paar Fotos mit den Inhalten meiner anderen Fukubukuro hoch, auch von diesen hier. Und ja, da könnt ihr gerne mal schauen, da schreibe ich auch ein bisschen dazu, was sie gekostet haben, was drin ist und alles, was man dafür Infos braucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was denn dieses Jahr in den Tüten drin war. Die normale Axis fand ich echt toll. Da gefällt mir eigentlich fast alles, was drin ist. Die finde ich wirklich, wirklich toll. Und bei der Poetik, da werde ich einen Teil verkaufen. Wer Interesse hat, kann mir gerne eine Nachricht schreiben und dann können wir mal über den Preis verhandeln. Ich werde mir nächstes Jahr bestimmt wieder eine von Axis holen. Wahrscheinlich diesmal nur die normale oder mal sehen. Wahrscheinlich zwei. Kommt drauf an, wie ich denn dieses Jahr an Geld verdiene. Und ja, ich bin auch Silvester nicht in Japan und ich hoffe, dass es mit Vorbestellungen klappt. Ich weiß auch nicht, wie es dann ist, wenn der gute Herr dann am 1.1. hier an der Tür klingelt und keiner da ist. Aber das werden wir dann alles nächstes Jahr sehen und ja, ich denke mal mindestens eine werde ich mir von Axis wiederholen.
Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir doch ein paar Däumchen hoch da und schreibt mir doch gerne ein paar Kommentare. Und ja, wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir auch ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!